Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute, da heute der letzte Tag vom Monat Oktober ist. Mein Oktober war mein Favoriten und somit ist es auch das letzte Video, was täglich online kommt, weil ich gebe mir jetzt quasi einen Monat Pause. Also, nicht richtig Pause, ich werde trotzdem meine Vlog, meinen Mittwochs, meinen Sonntags, mein Mädels, Montag und Comedy-Video hochladen. Das heißt, es werden, glaube ich, 10 Videos oder so. Nee, Wochenvlogs sind 4, Mittwochs sind 4 und Sonntags sind 4, dann sind es 12. Sagen wir mal 15 Videos, sowas wird es gehen. Wenn nicht sogar mehr. Ich weiß nicht, wie der Monat läuft, aber so ungefähr. Und nicht 31. ja, ich werde mir eine kleine Pause gönnen, ein bisschen lernen, weil jetzt fängt halt auch in der Schule der Stress an. Und ja, Abschlussprüfung muss ich ja auch noch lernen. Das heißt, ich muss mir jetzt auch ein bisschen Zeit für mich nehmen. Und ja, ich hoffe, ihr versteht's. Aber ja, ich hoffe, euch hat es jetzt so gefallen, dass so viele Videos online gekommen sind. Weihnachten wird es natürlich auch wahrscheinlich eine Weihnachtsserie geben, wenn ihr das wollt. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare, um was ihr da sehen wollt. Vielleicht irgendwie so ein Make-up-Tutorial, Snacks, Backen, Outfits oder keine Ahnung was. Oder DIY-Sachen, keine Ahnung. Entscheidet einfach, was ihr sehen wollt. Oder ob ich überhaupt eine machen soll oder ob ihr nicht das sehen wollt. Und natürlich wird es auch Silvester-Make-ups geben und Outfits, wenn ihr wollt. Schreibt mir das doch einfach mal alles in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, starten wir einfach mal mit dem Video. Und zwar als Haul habe ich mir einen Pulli von Villa gekauft. Und zwar ist es dieser hier. Der ist so total schön. Also, ja. Den habe ich für 29,99 bekommen. Und ja, das war das Einzige, was ich mir so richtig gekauft habe. Ja, ich habe mir noch ein paar Halloween-Sachen gekauft, aber das waren auch nicht mehr als 10 Euro. Das war halt so eine Tischdecke, eine Girlande und halt die Haarsprays. Aber ja, falls ihr das wissen wollt, ich beantworte das auch in den Kommentaren, wie viel was gekostet hat. Fangen wir doch lieber mit meinen Favoriten an. Und zwar erstens, was ist dein Lieblingsessen oder Süßigkeit? Da habe ich wieder hier. Und zwar ist es Proper Corn. Popcorn done probably. Sweet and salty. Das habe ich bei Instabox bekommen und mich verliebt. Und ja, das ist quasi veganes Popcorn. Und das gibt es jetzt auch in den Supermärkten. Ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe. Und ja, deswegen mein Lieblingsessen. Ich suchte die. ja, dann zweitens dein Lieblingsgetränk. Das ist Wasser und Tee. Aber zurzeit noch Wasser, weil so kalt ist es noch nicht, dass ich so viel Tee trinke. Ja, dann geht's weiter mit dein Lieblingsbuch oder Magazin. Habe ich hier noch mein Die Rache trägt Parade Buch von Lorraine Weisberg, weil ich habe in letzter Zeit nicht so viel gelesen und jetzt habe ich nur noch 100 Seiten. Ich habe es doch geschafft, als ich krank war, die 3 Tage eine Menge zu lesen. Und ja, deswegen ist es noch das hier. Wird aber bald ein anderes Buch sein. Vielleicht sogar mehrere Bücher, weil ich habe bald wieder Leseproben. Dann viertens, dein Lieblings-Nagellack habe ich keinen, weil ich habe jetzt die ganze Zeit eigentlich keinen Nagellack getragen. Ich glaube, ich habe, wenn ihr das Video seht, letzte Woche rot getragen. Aber das war's. Ja. Dann fünftens, dein Lieblings-Klamottenteil. Das sind definitiv Pullis. Da ich diesen Klimawandel nicht packe von warm zu lauwarm. Also mittelwarm. Ist mir immer arschkalt und deswegen liebe ich zurzeit so ganz kuschelige Pullis. Aber sobald ich mich an das Klima gefunden habe, werde ich oft ja so lang am T-Shirts und so tragen. Aber zurzeit geht das nicht. Ja. Dann sechstens dein Lieblings-Make-up-Produkt. Das ist das hier. Und zwar habe ich das von meiner Mom bekommen. Das war nämlich ein Fehlkauf von ihr. Sie hat mir das geschenkt. Das ist das Trended Up Ultra Matte Lip Cream in der Farbe 080. Das ist ein Rot. Und das ist wirklich matt, das ist total schön. Ich habe das auch in meinen Halloween-Tutorials benutzt und das ist so schön, ich liebe das. Das ist so eine schöne Farbe. Und meine Mom steht halt eben kein Rot und sie dachte eher, dass es so ein leichtes Rot ist, was so leicht glänzt, weil das steht ihr noch so ein bisschen, aber mattes Rot steht ihr nämlich nicht. Das macht die Lippen nämlich so schmal und die hat eh schon so schmale Lippen. Und ja, deswegen hat sie es mir dann geschenkt. ja. Dann die nächste Frage ist dein Lieblingshaarprodukt. Ich liebe zurzeit Trockenshampoo. Also das ist jetzt eins, was ich noch nicht getestet habe, das Batiste. Trockenshampoo in hell und blond. Aber ich habe so viel Trockenshampoo. Ich habe 4 Stück. Und die liebe ich jetzt einfach zu testen. Jetzt erst recht in der Winterzeit, wo man nicht mehr so viel schwitzt, kann man nämlich mehr Trockenshampoo benutzen. Dann achtens, dein Lieblingsfilm oder Serie. Ich suchte zurzeit Pretty Little Liars. Und zwar vom Feinsten. Und zwar laufen auf Sky immer auf TNT-Serie immer sonntags von 20.15 Uhr bis
1 Uhr nachts, glaube ich, Pretty Little Liars. Und das nehme ich mir dann alles auf und ich habe da auch so dieses eingestellt bei Sky, dass quasi mir alle Folgen von Pretty Little Liars aufgenommen haben. Ich glaube, ich habe jetzt 120 Folgen oder so. Also, ich kann so viel gucken und ich suchte das. Ja, dann 9. Dein Lieblingssong, das ist This is Halloween. Ich tue euch mal den Link in die Infobox. Ihr habt schon so einen kleinen Teil bei meinen Halloween-Tutorials alle gesehen, aber das ist definitiv mein Lieblingssong, weil ich suchte das. Ich suchte das. Ich habe das im Europapark gesuchtet und ich suchte es auch jetzt, nachdem ich das auf YouTube gefunden habe. Ja. Dann 10. Dein Lieblingsbild, was du gepostet hast. Das ist das hier. Das ist das hier. Und zwar ist das vom Glamour Love Spenden Event mit meiner besten Freundin Kati. Und da waren wir auch, wie ihr in meinem Vlog letzte Woche gesehen habt. Und ja, es war voll cool. Dann 11. Dein Lieblings-App habe ich diesen Monat keins. Und 12. Dein Lieblings-Accessoire auch nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, also schreibt mir, wie gesagt, wegen der Weihnachtsserie und wegen den Silvester-Sachen einfach in die Kommentare, was ihr denn sehen wollt. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen restlichen Tag und ein schönes Halloween. Denn heute ist Halloween. Ich werde mich auch vergleichen und ein Bild auf Instagram posten und auf Snapchat und all meine Social Media Accounts. Und ja. Und morgen einen schönen Start in den neuen Monat, in den vorletzten Monat von diesem Jahr. Wie schnell dieses Jahr vorbeigegangen ist. Ja. Ich will dann denken, wenn das Jahr zu Ende ist, dann schreibe ich in 5 Monaten Prüfung und bin dann fertig mit meiner Ausbildung. Ja. Aber ich höre mal auf mit dem Quatsch, dass wir nicht zu lang wird. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Montag und eine schöne Woche. Ich habe Urlaub, bin daheim. Und diejenigen, die Ferien haben, auch schöne Ferien oder schönen Urlaub. Und den anderen viel Spaß in der Arbeit. Tschüss!